So, und weiter geht's mit Mass Effect 3. Wir haben in der letzten Folge ein paar Nebenmissionen gemacht. Ich glaube, zwei Nebenmissionen. Und ich schaue jetzt mal. Wir können jetzt die Bombe finden. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Ja, finden wir die Bombe. Da das jetzt ja eine Folgequest ist, sind wir, denke ich mal, auch ganz gut dabei. Ich nehme wieder mal Garrus mit, weil der passt jetzt auch ganz gut in dieses Turianer-Geschehen rein. Und Lyra natürlich. Annehmen. So. Schrotflinte. Ja, nehme ich mit. 2 Punkte, 4 Punkte. Ne, ich bewahre mir die Punkte noch auf. Warte ich noch besser bis zum nächsten Level ab. Aufstieg. Die Shuttle. Hier ist Lieutenant Victus von 9. Zug. Hören Sie mich? Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Was heißt das, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. So eine Taktik schafft kein Vertrauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Okay. Bewegung, Leute! Deckung suchen! Ja, ich bin schon dabei. Köpfe runter! So, dann hätte ich einmal gern die panzerbrechende Munition. Und dann. Ja, ich mache bei mir erstmal wieder Kühlmunition drauf. Dann ist die Bombe, die wir hier gerade suchen, also gar nicht von Cerberus, sondern Cerberus will sie einfach nur benutzen. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Zumindest nicht für die Turianer. Jetzt, wo wir die Turianer und die Kroganer ein bisschen vereint haben, zur Zusammenarbeit, wäre das Ganze natürlich äußerst schlecht, wenn die jetzt wieder gegeneinander kämpfen würden oder verfeindet wären, wegen dieser Bombe, die schon ein bisschen älter ist. Und das müssen wir jetzt am besten verhindern, dass es rauskommt. Beziehungsweise, dass die Bombe explodiert. Das ist erstmal das Wichtigere. Komm, verreckt schon. Und da kommt ein Techniker oder wo? Oder was? Meine ich? Ne, jetzt Centurio, glaube ich. Irgendwo habe ich gerade jemanden gesehen. Oder war das nur dieser? Ne, das war wirklich ein Centurio. Na komm. Und Schild regenerieren. Oh Gott, das war wieder knapp, ey. So. Shepard, wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, ja. Wir sind ja schon auf dem Weg. So ist er nicht. Sprich euch aus. Ich lade schon mal die Waffe. Sehe ich auch schon wieder die ersten Feinde. Nein! Oh. Das macht uns halt automatisch auf, ist ja doof. Ich dachte, ich könnte nicht unendlich lange laden. Dass sie dann halt nach einer Zeit automatisch aufhören, stärker zu werden. Hm, schade. So, da ist aber ein Techniker. Ja, er hat seine Dinger schon aufgestellt. Das ist natürlich doof. So, ich reaktiviere den mal eben. Oder bringt mir das was? Na, irgendwie nicht, ne? Ich dachte, er bringt mir jetzt wenigstens ein paar Schilde.
Aber es ist kein Schildgenerator. Wahrscheinlich ist das jetzt das falsche Ding. Ja, Schildgenerator ist nur da hinten. Stimmt, okay, dann machen wir das erstmal kaputt. So, Schilde wegnehmen. Das ist immer gut, besonders bei denen. Ja gut, bei wem sonst, ne? Aha, fu. Ich nehme nochmal die hier. Gibt's noch Handschuhe neue? Von Rosenkopf. Ja, baut da gerade sein Ding auf, ey. Gibt's ja nicht. Ja, da bekommen die das auch immer aufgebaut. Sobald das einmal aufgebaut ist, baut die das von alleine auf. Das Scheißding, ey. So, komm, schnell. Gut, das ging ja noch. Bevor das Ding da anfängt zu schießen. 5000 Credits. Wir besiegen die Kroganer und legen dann eine Bombe auf ihren Planeten. Ganz schön extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. So viel durchzumachen und dann alles in einem gewaltigen Blitz zu verlieren. Das ist fürchterlich. Ja, das stimmt. Was haben wir denn hier? Aha. Gute Arbeit, Lieutenant. Kannst du mal Maschinenpistolen-Upgrade? Brauche ich doch nicht. So, ich glaube, wir haben ja hier dieses Durchschlagsmodul bekommen und ich glaube, das hat sich gerade schon ein bisschen gelohnt. Standen alle hintereinander und haben dahinter auch noch ein bisschen Schaden bekommen, beziehungsweise wurden eingefroren. Verstanden. Und genau das ist ja das, was wir möchten. So, Medigel. Benutze mal eins. Für das bisschen Leben. Zielfernrohr brauche ich jetzt auch nicht so wirklich. Aber gut. Das klingt gar nicht gut. Nee, das klingt nicht gut. Ich bin trotzdem noch getroffen. Ein bisschen Muni, das ist gut. Beziehungsweise genug Muni. Ja, und da sehen wir, dass die Schüsse gehen dann noch ein bisschen durch. Obwohl ich nur einmal geschossen hatte gerade, habe ich beide eingefroren. Beziehungsweise den vorderen, glaube ich, schon komplett besiegt. Und den hinteren noch eingefroren. Und wenn das jetzt öfters passiert, wenn wir dieses Durchschlagsmodul noch ein bisschen verbessern und das dann noch weiter reicht, dann haben wir es aber geschafft. So, hier ist auch noch einer. Ich brauche nicht auf die Fresse. Von uns persönlich. So, lässt du welche runter oder hast du welche abgeholt? Wahrscheinlich abgeholt. Unfassbar, dass das Ding so lange unentdeckt geblieben ist. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Hoffentlich weiß Victus, was er tut. Wir kriegen keine zweite Chance. Wir müssen weg, Shepard. Das ist die Bombe. Wir sind am Bombenareal und gehen zur Kontrollstation. Verstanden, wir sind unterwegs. Ich hätte mir das Ding ein bisschen anders vorgestellt. Cerberus evakuiert. Der Weg zur Bombe müsste also frei sein. Das glaube ich nicht. Ich vermute eher, dass sie schweres Geschütz aufhaben. Ja, das denke ich auch. Als wenn die jetzt einfach verschwinden. Das hätte ja keinen Sinn. Die kommen ja extra hin, graben die Bombe aus und hauen dann ab. Das ist irgendwie nicht ganz in der Sache. Er baut doch schon wieder sein Scheißding auf, ey. Hat der es denn jetzt aufgebaut? Nicht. Oder ist er... Ich weiß gar nicht. Er war es auch gar kein Techniker. Aber zumindest steht hier kein Geschütz. Geschützsteuerungspläne gibt's aber. Die schauen wir uns mal an. Sieht aus wie Steuerungspläne für automatische Geschütze. Helfen mir jetzt nicht. Könnten später aber nützlich sein. Ah, okay. Gut, dann behalten wir das mal im Hinterkopf. Dass es diese gibt. Achso, das sind die Turianer. Ich bin an der Steuerkonsole, Commander. Cerberus hat vor dem Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Ich muss eine Überbrückung herstellen. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, kein Auslöser, keine Explosion. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Und danke, dass Sie mir diese Chance verschafft haben.
Machen Sie es einfach richtig, Soldat. Oh. Achtung! Commander! Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Cerberus. So viel zur Deckung. Da haben wir gerade schon mal zwei kassiert, ey. Naja, egal, das müssen wir jetzt ändern. Wir wollen jetzt hier keinen Mann mehr verlieren. Vor allen Dingen nicht Victus. Komm. Ach ja. Ja, du kannst ja auch die Zeit haben. Ach, diese Kryo-Munition, ey. Wenn die erstmal voll geupgradet ist, ey, dann kann die echt was leisten. Jeder Schuss friert ein, zumindest wenn die keine großartigen Schilde oder Panzerung haben. Also doch, das ist schon wirklich empfehlenswert. Natürlich braucht man dafür auch die beste oder eine gute Waffe. Wenn man jetzt mit der Maschinenpistole oder so, die kaum Schaden macht, Kryo-Munition voll upgraded, bringt das natürlich nicht so viel wie jetzt mit der Carnifex, die so viel Schaden macht. Oder einem Präzisionsgewehr oder sonst was. Einfach nicht nach. Nach weiteren Shuttles Ausschau halten. Hier auch noch welche? Ja. Habe ich mich doch nicht verguckt. Oh. Shepard. Ups. Schalten Sie das Ding aus! Sofort! Ich glaube, hier bringt das Ganze nicht ganz so viel. Da würde ich gerne mal eine Warp dran ansetzen und Warp-Munition für Liera. So, und hier. Ja, das kann so theoretisch bleiben. Brandmunition und hiermit jetzt ordentlich drauf. Und ich krieg von hinten was. Die Nase. Stoppen wir die erstmal. So, wo will er hin? Da war doch gerade einer. Hydra-Raketenwerfer. Okay, den nehme ich gleich mit. Schützen Sie ihn! Na komm schon. Ah, scheiße. Okay. Dann kurz zum Atlas. Wo ist er? Nicht laden? Okay. Okay, das war komisch, aber hat gewirkt. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz sicherstellen, dass die jetzt hier nicht großartig Ärger bauen. Bevor ich hier... Ach, beide sind. Gut, da will uns hier auch Medigel. Ich wollte jetzt nicht die beiden oder beziehungsweise erstmal den einen oder die eine, weiß ich jetzt gerade nicht, retten, bevor ich da Victus alleine lasse. Commander, die Firewall ist unten, ich bin drin! Bei den Geistern! Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Entschärfen. Keine Zeit. Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt. Braucht Deckung. Sieg. Um jeden Preis.
ich empfange Funksprüche von den kroganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Kroganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind Sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war, dafür wird man sich an ihn erinnern. Was werden die Turianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache. Gesellschaft und der Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja, das hat er. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker meinte, die Kroganer stellen die Bombe sicher. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Als Rex davon hörte, hat er dem turianischen Primarchen ordentlich die Meinung gesagt. Kann ich mir denken. Er war wütend, aber die Aktion des 9. Zuges und des Sohnes des Primarchen konnten die Wogen glätten. Die Beziehung ist angespannt, hält aber. Das ist gut, Admiral. Wir machen endlich relevante Fortschritte bei dem Tigel. Ein unfassbares Projekt. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Jawohl, Sir. Back at Ende. Okay. Na, da hat sich der Victus leider quasi selbst umgebracht, damit er die Bombe entschärfen kann. Ich hatte gedacht, du hättest mehr Verständnis für jemanden, der zu Cerberus geht. Aliens waren doch noch nie dein Ding. Ja, ich habe mich verpflichtet, um zu kämpfen. Aber gut, es war ja alles für eine mehr oder weniger gute Sache. So haben wir einen Krieg verhindern können. Okay. So, das ist jetzt von dem Vater. Okay, also ist er da gar nicht jetzt so beleidigt drüber. Natürlich, das ist man natürlich traurig, aber er fand es jetzt auch gut, mehr oder weniger, dass er das trotzdem durchziehen konnte und so weiter. Ich brauche jetzt nicht unbedingt nachzuschauen, wie diese Handschuhe da aussehen oder was sie machen oder sonst was. Ich gehe jetzt erstmal auf Verlassen. Treibstoff haben wir genug und dann gehe ich zum Massenportal. Zack. Und dann möchte ich gerne das geheime Artefakt finden. Da fange ich jetzt in der Folge schon mal mit an. Denke aber nicht, dass ich damit fertig werde. Da ich jetzt auch irgendwie nur noch 10 Minuten oder so Zeit habe. Aber trotzdem. Die möchte ich schon mal anfangen. So, ein bisschen hier rumstöbern. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, das ist sogar ein Planet. Den hätte ich jetzt erst gar nicht gesehen. Okay, interessant. Gut, dann gehen wir mal auf Tessia. Asari Heimatwelt. Okay, landen wir. Tessia liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Ja, dass Liara mitkommt, war wohl irgendwie abzusehen. Wir nehmen noch Kaiden mit. Hatten wir jetzt auch, glaube ich, länger nicht mehr dabei. Oder letztes Mal? Hatten wir den letzten Mal irgendwann dabei? Ach, ich weiß es nicht. So, die Talon kann er behalten, die Avenger auch. Das finde ich doch wohl ganz gut. So, wir hatten einen Levelaufstieg. Verbessere ich Brandmunition? Ja, komm. Verbessern wir Brandmunition. Ich mach mal mehr Kopfschussschaden. So, Kaiden hat 9 Punkte.
Damit verbessere ich den Kryostrahl. Erhöht Schaden gegen eingefrorene und abgekühlte Ziele. Nein. Schlecht gepanzerte Ziele. Ja gut. Nee, aber ich mache das mit der Aufladezeit. Und dann noch Allianz-Commander, dass er noch ein bisschen mehr Gesundheit bekommt und sowas. So, und hier haben wir 6 Punkte. Damit können wir die Stase endlich fertig machen. Das finde ich nämlich sehr nützlich. Setzen sie eine Stase-Blase ein, frei, die Gegner festhält, die sie betreten. Und das hier ist eigentlich totaler Quatsch. Das heißt also, ein Bereich wird in Stase gepackt, auch wenn sie da erst nach einer Zeit durchlaufen oder sonst wie. Das finde ich sehr nützlich. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athame. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Milesia, nahm Sie mit zu diesem Tempel? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckte doch mehr dahinter. Wie meinen Sie das? Ich habe Ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich erinnere mich an Ihre Mutter. Sie hat immer gegen die Indoktrination gekämpft. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden. Kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Darüber dürfen Sie jetzt nicht nachdenken. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. Okay, das ist also Tessia. Der Asari-Heimatplanet, der gerade von Reapern angegriffen wird. Ja, das sind wir. Hier Einsatztrupp Vendora. Benötigen. Commander, wir haben gehört. Die Barriere wurde durchbrochen. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Jemand sollte an dieses Geschütz. Okay, dann machen wir das mal. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier ein paar Leute fertig machen. Ah, da. Ja, ohne Geschütz wird das auch ganz schön lange dauern, diese Rohlinge fertig zu machen. So, wo denn? Ach, hier vorne sind schon welche. Ich dachte schon. Was meckern die denn da die ganze Zeit rum? Hier kommt doch niemand. So, noch ein Rohling. Oh, die haben ja aber echt schwer zu kämpfen, ey. Und das Geschütz werden hier aber aufgeschmissen. So, ich glaube, das war's. Ich will den Jäger in der Luft sehen, sofort! Stopfen Sie das Loch! Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort!
Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Wir haben eine Superwaffe der Proteaner. Damit gewinnen wir den Krieg. Proteaner, hä? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Kurin. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen... Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Ja, okay. Vorsicht! Da kommen auch schon die Heuschrecken. Oh Gott. Das muss ein Ende haben. Behalten Sie diesen Zaun. Ich treib das immer an. Vergessen Sie das nicht. Da kommen Sie nämlich. So, wollen wir die mal aufhalten? Im Tick-Tack vorrücken. Deckung ausnutzen. So, und hier kann man ja die Kryo-Munition auch wieder einiges bringen. Da kommen die nämlich gar nicht so weit. Brauchen wir gar keine Zickzack-Stellung oder sonst was. Das geht aber alles ohne. Ich glaube, da porte ich mich mal hin. Das war's. Und jetzt Tempo runter von der Brücke! So, und weiter. Wo sollen wir jetzt zum Tempel? Ich meine, da muss er irgendwo ein bisschen weiter weg sein, oder nicht? Wir haben Feuerschutz. Auf die Flanken verteilen und in Deckung gehen! Na, schnell. Oh, das war auch wieder knapp. So, nicht Kollege. So, der ist kaputt. Du bist auch kaputt. Ja, die friere ich erstmal alle so ein bisschen ein. Damit die mir nicht mehr so großartig Schaden machen und mich unter Druck setzen müssen. Sporenkapsel. Was ist denn für Sporenkapseln? Sie hören einfach nicht auf. Ach komm schon. Kann nicht so wahr sein, ey. Fehle ich da die ganze Zeit? Ach komm, ich gehe da jetzt kurz hin. Ich räume da mal ein bisschen auf. Oh Gott. Ah, das war knapp. Sehr riskant war das. Ja, komm schon. Oh Gott. Und ich höre eine Banshee. Ja gut, natürlich muss es hier auch Banshees geben, wenn es hier Asari gibt. Oh, fuck. Ah, kurz mal hier Stellung halten. Ich frag mich, was die Reaper ausgerechnet hier wollen. Die sind ja auf der Erde schon ordentlich präsent. Aber was finden sie hier? Ein besonders gemeines Exemplar. Ja, ich weiß es ja. Ich meine, dass man hier das Relikt findet, das können die ja eigentlich nicht wissen. Das kann also eigentlich nicht der Grund sein, dass es hier so viele Reaper-Aktivitäten gibt. Aber gut, muss ich jetzt ja nicht verstehen. So, machen wir auch mal aufspalten. Beziehungsweise, nee, das hier. Warp auch nochmal. Einfach mal ein bisschen was draufhalten. Nur nicht zu nah ran. Denn sonst bin ich ganz schnell Geschichte. Ach, sieht mir jetzt die ganze Zeit ein bisschen Leben ab, ey. Weiß natürlich auch, dass ich mich nicht regeneriere. So, das Ganze ist schon wieder vorbei. Da kommen wir auf dich zu teleportieren.
So, ich glaube, die Barriere ist so langsam runter. Also die hat jetzt kaum noch Schutz. Großartig. Machen wir auch nochmal Warp und Aufspalten drauf. Das können wir auch nochmal das machen und fertig. Das muss ich nur aufpassen. Ich kriege nämlich noch die ganze Zeit Schaden. So, ich benutze aber einmal Medigel. Zack. Und nehme das Ganze hier wieder auf. Ich werde jetzt hier aber erstmal wieder einen Cut machen. Und zwar genau hier. Ich speichere also und wir sehen uns in der nächsten Folge genau hier wieder, wenn wir so langsam zum Tempel gelangen. Und, yo, bis dahin. Ciao. Hier ist eine Rampe, Shepard. Das könnte ein Weg für uns sein.